13. April 1992 in Heinsberg. Es ist 3.20 Uhr in der Nacht. Alles wackelt. Es war ein riesiges Gepolter. Ich dachte zuerst, es ist ja wahrscheinlich ein Auto ins Haus reingefahren. Aber als es länger anhielt, dachte ich sofort an Erdbeben. Erdbeben in Nordrhein-Westfalen, das gibt es eigentlich nicht. Wir sind, und das muss man deutlich sagen, in Nordrhein-Westfalen in keiner Weise in irgendeiner schwer erdbebengefährdeten Zone. Das wäre jetzt also wirklich extrem überraschend. Und so trifft es die Menschen völlig unerwartet. Am heftigsten ist das Beben in der Stadt Heinsberg bei Aachen. 10 Kilometer vom Epizentrum im holländischen Roermond. Und jemand fing an zu schaukeln. Ich hatte echt gedacht, ich hätte einen Blackout gehabt. Ich alleine, ne? Aber dann habe ich andere Leute gesehen, die hielten sich an den Tischen fest, an die Stühle, die Gläser fielen alle rum, ne? Eine versuchte, eine Frau da aufzuheben, die auf den Boden gefallen ist, ne? Ich habe gedacht, kam mir vor wie so ein Erdbebenfilm. In der Messstation Krefeld zeigen die Seismographen 5,8 auf der nach oben offenen Richterskala. In Nordrhein-Westfalen das stärkste Erdbeben seit 236 Jahren. So viel Schiss wie in den 30 Sekunden oder wie lange es gedauert hat, habe ich also auch noch nie gehabt. Und ja, heute bleibt übrig. Man hat immer noch ein bisschen Angst, dass noch was kommt und dann ja auch das Haus, wie es aussieht. Überall Risse in den Wänden. Man traut auch der ganzen Statik da nicht mehr und ist immer noch bang, jetzt bricht vielleicht hier noch mal was zusammen. Die Leute rennen in Panik auf die Straßen. Ein Fehler. Denn 21 Menschen werden von herabstürzenden Dachziegeln verletzt. 150 Häuser werden beschädigt. Einige sind einsturzgefährdet und müssen später abgerissen werden. In Köln trifft es unter anderem den Dom. 4 500 Kilo schwere Kreuzblumen stürzen in die Tiefe. Gerade seit 2 Wochen hatte man die Restaurierung an diesem Teil des Domes fertig. Noch am Tag zuvor hatte eine Frau bei der Aachener Polizei angerufen. Sie spüre ein Erdbeben kommen. Keiner glaubt ihr. Ich bin der festen Überzeugung, dass natürlich die Sinnesorgane, insbesondere bei Tieren, die ja viel näher dran sind an der Natur, als wir Menschen das sind, durchaus die Fähigkeit haben, bestimmte Dinge aufzunehmen. Die Tiere im Kölner Zoo schlagen früh Alarm. Er war der Affe, der heute Morgen am aufgeregtesten war. Er kam in den Nachtstall rein und hat halt ein wenig randaliert, hat gegen das Gitter geklopft. Und die anderen Affen, was haben die gemacht? Wie ging es denen? Denen ging es etwas schlechter. Sie sind halt nicht in den Nachtstall gekommen, haben eine Magenverstimmung bekommen, haben einen Durchfall bekommen. In den letzten 40 Jahren gab es in Nordrhein-Westfalen rund 2500 Beben. Die meisten wurden aber nur von den Messgeräten erkannt.